Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute gibt es mal einen kurzen Vergleich zwischen dem neuen Apple iPhone 7 und dem schon etwas älteren Apple iPhone SE. Wobei etwas älter ist jetzt stark übertrieben. Das Ding ist gerade auch mal 6 Monate oder so auf dem Markt. Einige haben mich ja gefragt, lohnt sich ein Wechsel und das komplette Programm? Auch hier sage ich wieder direkt, nein, bitte tut es mir nicht an. Ich bin ein Riesenfan nach wie vor vom SE. Und wir gehen jetzt einmal ganz kurz die unterschiedlichsten Punkte durch. Verarbeitung von außen, Gefühl in der Hand, Bedienung. Displays, Kameras, Lautsprecher, Performance, Akkulaufzeit und was es da nicht sonst noch so alles gibt. Ich brauche euch hier nichts groß zu erzählen. Beides sind vom Design her, wie soll man sagen, aufgewärmte Geräte. Das SE hat ja das Design damals vom 5er und vom 5S abgestaubt und hat nur neue Hardware verbaut bekommen. Und das 7er, naja, was soll man sagen? Ja, es sieht ein Ticken anders aus. Wir haben jetzt 2 neue Farben dazu bekommen, was ja auch ganz nett ist. Aber im Großen und Ganzen ist das hier auch nur ein aufgewärmtes 6er und 6S Design. 4,0 Zoll und 4,7 Zoll. Bei den Display-Auflösungen wird es jetzt ja ein bisschen krumm, deswegen mache ich die gleich erst, denn wir machen es erst von außen. Von der Bedienung ist es sehr schön. Das SE ist für viele damals oder vor ein paar Monaten war es für viele ein Back to the Roots, endlich mal wieder ein Einhandgerät, was man problemlos, ihr seht es hier, ich komme bis fast da oben. Wie war das früher? Euer Daumen geht von hier nach da bis da oder irgend so. Natürlich ein Einhänder. Beim 7er ist es mit 4,7 Zoll Bildschirmdiagonale hier und da wird es doch mal ein bisschen problematisch, da noch bis nach ganz oben zu kommen. Aber ja, ich sag mal, es geht auch noch in Ordnung. Ist auch noch ein Einhänder. Wobei, andere Hersteller verbauen ja in so einem Geräteabmessung, wie Apple das mit 4,7 Zoll macht, verbauen andere nur 5,2 oder so. Da sind natürlich oben und unten und am Rande. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich kann natürlich beide noch mit einer Hand bedienen, das SE aber noch mal eine ganze Ecke gemütlicher, sagen wir einfach mal. Und wenn ich die beiden jetzt mal so übereinander halte, es ist ganz klar, auch wenn das hier dicker daherkommt, es ist aber unterm Strich, ich glaube, das sind 25 Gramm Unterschied und die merke ich doch schon. Also ganz klar, wenn ich die Geräte hier in den Pfoten habe und auch wenn ich nicht hingucke, das SE ist handlicher, ist ein Ticken leichter und passt dann doch nochmal unauffälliger in die Hosentasche oder leichter oder in kleinere Taschen oder sowas. Es ist natürlich das nettere Gerät. Von der Verarbeitung, naja gut, das 7er ist jetzt gerade mal 2 Wochen bei mir. Das SE habe ich mir jetzt nochmal ausgeliehen gehabt. Da wackelt überall nichts, 1A Verarbeitung. Kratzer oder sowas habe ich hier noch nicht. Auch noch keine Abschürfung beim Lightning Port oder sowas. Also da ist wieder gewohnte Apple-Qualität, sage ich jetzt einfach mal. Und nein, die fiepen bei mir hier auch nicht. Auch das 7er verhält sich erstaunlich ruhig. Das beobachte ich immer, aber hier ist kein lautes Fiepen. Nur ganz, ganz, ganz leise, wenn ich mein Öhrchen hier auf die Rückseite, hier oben irgendwo hinhalte, dann, naja, rauscht, grummelt, fiept es hier und da etwas. Aber es stört weder beim Telefonieren noch beim Videofilmen. So, von der Bedienung hatten wir, ach ja, Bedienung, ganz klar, einen Home-Button richtig zum Drücken. Also ihr hört es hier, ich habe hier was Richtiges zum Reindrücken. Und hier haben wir die neue Taptic Engine. Da habe ich mich inzwischen dran gewöhnt, auch dass so das untere Sechstel, Siebtel vom Telefon immer mal wieder mitvibriert. Ich sag mal so, mir persönlich, ich würde nach wie vor einen Home-Button zum Drücken, fände ich cooler, wenn man halt so ein Gerät dann wieder miteinander vergleicht oder nach ein paar Tagen Taptic Engine jetzt wieder einen mit Home-Button, richtigen Home-Button benutzt. Ja, ziehe ich einen Home-Button vor, aber mit der Taptic Engine komme ich auch klar. Ihr könnt ja in 3 verschiedenen Stufen einstellen, wie stark es vibrieren soll. Wo diese Taptic Engine aber ein Hochgenuss ist, ist beim Laden. Wenn ich beide stumm schalte, so, und jetzt komme ich hier mit dem Ladegerät und die viele von euch kennen das. Ihr wisst ganz genau, wenn ich das jetzt anschließe, was dann für Geräusche kommen. Möp, möp. Also dieser... Man kennt es ja einfach. Und mal gucken, vielleicht fängt die Kamera das hier auch beim 7er ein, denn da passiert Folgendes. Das ist einfach, das ist schön, wenn man hier 2 Wochen 7er oder 7 Pluser gewöhnt war und dann auf einmal ein SE wieder an Strom anschließt. Das ist einfach irre. Also, ja, egal. Also das ist so ein kleiner, richtig netter Vorteil vom 7er. Machen wir aber weiter. Ich habe eben mit den Displays angefangen. Die sind jetzt gerade auf Autohelligkeit. Auch wenn hier beim 7er das farbenfroher sein soll oder sowas. Oder bessere Blickwinkel.
Ja, gebe ich ihm. Also farbenfroh jetzt vielleicht nicht. Also das ist mal so, mal so. Von den Blickwinkeln ziehe ich aber das 7er noch mal einen Ticken besser vor. Da merkt man einfach, das SE, das ist das gleiche Display, was wir seit Ewigkeiten kennen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht besonders. Es ist einfach nur solider Standard. Und im direkten Vergleich ist das vom Draufschauen beim 7er macht es doch schon ein bisschen mehr Spaß. Auch von der maximalen Display Helligkeit. Habe ich ja gesagt, da war ich am Anfang sehr verwundert bei den neuen Geräten. Aber wenn ich mit beiden draußen bin und dann auf Automatikhelligkeit habe, habe ich deutlich angenehmeres Lesevergnügen auf dem 7er als auf dem SE. Also beim SE kann ich auch noch immer alles ablesen. Also es ist kein Problem. Nur im direkten Vergleich gewinnt das 7er klar, sage ich jetzt einfach mal. Bei den Auflösungen unterm Strich muss man sich da keine Gedanken machen, denn Punktpixeldichte sind bei beiden 326. Das sind wir, naja, was soll man sagen, gesunde Standardkost. Und naja, 4,7 Zoll, 4,0 Zoll, das bedeutet dann, die Auflösungen müssen anders sein. Hier gibt es ja so ganz krumme Werte, irgendwie 3334 mal 750 und hier waren es, glaube ich, 1136 oder sowas mal 640. Aber unterm Strich, beides passt. Also natürlich, wenn ich jetzt hier ein Gerät mit 450 PPI daneben halten würde oder sowas, dann würde ich sagen, das ist ja noch mal schärfer, ganz, ganz klar. Aber im normalen Alltagseinsatz, beim Lesen von Texten, Betrachten von Bildern, nö. Ich gebe aber ganz klar beim Display das Punkt an das 7er. Das gewinnt deutlich. Also wenn ich mir beide nehme und auf beide gucke, 7er, ganz klar. Bei den Lautsprechern muss ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Alter Mono-Speaker, Standardkost, könnte besser, könnte lauter und sonst was sein. Und beim 7er gibt es Stereo-Speaker-Sound. Da mache ich jetzt auch kein Video. Zwei Lautsprecher, die zusammenarbeiten, deutlich, deutlich besser. Also ganz klarer Punktsieg hier für das neue 7er. Auf jeden Fall ein Vergnügen. Man hört auch unter der Dusche noch was, beim Wasserrauschen oder wo auch immer. Ganz, ganz, ganz klar. Kommen wir zur Performance. Beide Geräte haben ja 2 GB Arbeitsspeicher. Das haben beim SE viele nicht auf dem Schirm. Die denken, hier wird auch noch nicht nur ein altes Gehäuse vom 5S oder so verwurschtelt, sondern auch alte Hardware. Nö, Pustekuchen. Das SE kommt ja auch kam mit der Hardware, also 80% der Hardware vom 6S daher. Bedeutet A9, 2 GB RAM. Und die Dinger rennen. Also beim normalen Alltagseinsatz, ich merke hier keinen Unterschied. Also dieser neue Quad-Core A10 Fusion, schön und gut auf dem Papier. Aber im Alltagseinsatz? Nö. Weder beim Spielen, weder beim Videogucken, sozialen Netzwerke, App wechseln oder sowas. Performance leistungsmäßig merke ich unter ganz normalen Umständen keinen Unterschied. Muss ich hier immer ganz deutlich sagen. Also da eindeutig ein Unentschieden. Kommen wir zu den Kameras. Und da haben wir auf der Rückseite 12 Megapixel, schön ins Gehäuse verbaut, auch mit 4K-Videoaufnahmefunktion. Und dadurch, dass sie im Gehäuse verbaut ist, gut. Jetzt sagen wieder viele, wenn das Ding so dick ist, ja kein Wunder, die Kamera vernünftig zu verbauen. Und ihr habt ja auch recht, wenn man die dann mal so übereinander legt. Naja, wobei schwarz macht schlank, das ist ja doch nochmal ein Ticken dünner. Würde ich das 7er genauso dick bauen wie das SE, wird wahrscheinlich auch die Kamera vernünftig reinpassen. Hätte man vielleicht machen sollen und vielleicht gleichzeitig auch nochmal den Akku ein bisschen vergrößern. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, Kamera steht raus. Beide ne machen nette Fotos, aber ich sage auch ganz klar, das 7er macht nochmal ein Ticken netterere Fotos. Auch bei weniger Licht kommen hier bessere Fotos da heraus. Und auch, ich sag mal, dieses Bildrauschen, wenn man nicht genug Licht hat oder so, weil es düster wird, gerade jetzt, wo es in den Herbst geht, im Winter hinzugeht, abends 17, 18 Uhr, wird es ja schon, naja, da hat man ja hier und da schon Probleme. Deutlich späteres Bildrauschen bei den Bildern. Also Fotos hier ganz klar, aber auch noch nach wie vor nettes Fotogerät. Beide nehmen auch 4K-Videos auf. Auch da kein Problem. Naja, wobei dunklere Videos sehen auch hier ein Ticken noch besser aus. Das 7er hat aber einen netten Vorteil spendiert bekommen, was früher nur die Plus hatten, und zwar OIS oder auch Optical Image Stabilization, also einen optischen Bildstabilisator. Bedeutet, meine Fotos, meine Videos, wenn ich damit jetzt hier lustig rumfilme oder sowas, verwackeln deutlich weniger und ich kriege deutlich gleichmäßigere Schwenks hin. Bedeutet, also das hier, wenn man so mal, was weiß ich will jetzt nicht sagen hier, muss ja keiner vloggen oder sowas, aber wenn ich am Strand gehe, spazieren gehe oder einfach nur einen Kameraschwenk mache, ja, das kriege ich hier auch hin, aber hier muss ich mich deutlich mehr anstrengen und die Kamera verzeiht viel, 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 viel mehr. Also so ein optischer Bildstabilisator ist doch schon was Feines. So, aber auch da, also Fotos und Videos Rückseite, ganz klar iPhone 7 über dem SE. Dann Vorderseitenkamera. Haha, die habe ich ja fast vergessen. Und da sind ja jetzt wirklich Unterschiede.
1,2 Megapixel, ja, das gibt es, das muss man sich auch überlegen. Das Ding kam 2016 raus und Apple verbaut 1,2 Megapixel auf die Vorderseite. Irgendwo muss man ja irgendwie Abstriche machen. Hier sind es jetzt fette 7 Megapixel. Merke ich einen Unterschied, wenn ich damit Selfies mache? Ja, ganz, also da sage ich ganz, ganz, ganz klar, Selfies sehen hier auf jeden Fall besser mit aus. So, also diesen Unterschied, den merkt man. Wie sieht das bei Videos aus? Hier habe ich eine maximale Videoauflösung von 720p, hier habe ich 1080p. Das ist auch was, das sieht hier nochmal netter aus. Hier mit einem Vlog machen oder ein Video für, was weiß ich, Teleskop, Instagram Stories, Snapchat oder was auch immer. Ja, ganz klar nochmal netter, wobei das bisher auch ausgereicht hat, aber das ist im direkten Vergleich besser. Wobei ich mich da auch frage, wenn ich hier mir die Fotos angucke, 1,2 und 7 Megapixel, was das ein krasser Unterschied ist, da müsste das eigentlich noch viel bessere Fotos, noch viel bessere Videos machen. Nö, es ist besser, aber halt nicht, also wie man das so von den Zahlen vermuten würde, sage ich jetzt einfach mal. Ja, bei der Performance, ach ja, wo ich gerade auf die Home-Buttons gedrückt habe, das noch als Zusatzding. Beide funktionieren, beide Fingerabdruckscanner, absolut identisch schnell, absolut kein Unterschied. Beide bei leichter Feuchtigkeit kommen die schon ins Schwitzen, also erkennen eure Finger nicht mehr. Das noch im Hinterkopf behalten. Ansonsten als Features NFC, falls mal Apple Pay nach Deutschland kommt, sind beide dafür gerüstet. Also auch da jetzt nicht so der Unterschied. Wir haben ja den Kopfhörer vergessen. Ne? Beide Lightning zum Laden und hier fehlt jetzt der Kopfhöreranschluss. Ist natürlich für einige Murks, andere denken sich, naja, ich persönlich ziehe natürlich den Kopfhöreranschluss vor. Und wenn ich mir jetzt auch nochmal überdenke, ne? Wir haben hier ein kleines Gerät, ja, es ist dicker, aber selbst im Kleinen war noch Platz für einen Kopfhöreranschluss. Was uns zum Akku führt. Und zwar da, ich erzähle kurz die Fakten. Wir haben ja hier A9, hier den neuen angeblich stromsparenden A10. Kleineres Display, größeres Display. Aber wir haben hier auch einen kleineren Akku und zwar knapp über 1600 mAh und hier knapp über 1900 mAh. So ganz genau weiß ich es nicht, aber es sind auf jeden Fall 300 mAh Unterschied. Und normalerweise, wenn wir das von dem Plus kennen, wenn ein Gerät nicht nur einen größeren Akku hat, sondern auch ein größeres Display ist, dann verbraucht dieses größere Display weniger zusätzlichen Strom, als der zusätzliche Akku bietet. Was ich damit nur sagen will, auf dem Papier, aus allen Erfahrungswerten, die wir bisher kennen, müsste ich jetzt sagen, das iPhone 7 hat eine bessere Akkulaufzeit. Vergisst es! Nein, unterm Strich, normaler Alltagseinsatz, also normal da morgens aus dem Haus genau das Gleiche mitmachen, genauso viel telefonieren, genauso viel surfen, Videos gucken, spielen, Musik hören oder was man nicht alles hat. Am Ende des Tages hat das iPhone SE in jedem Szenario, was ich durchgespielt habe, immer noch mehr Akkukapazität als das 7er gehabt. Das ist jetzt am Ende des Tages nicht viel, aber das sind nochmal so 10-15%, die für einige nochmal den Unterschied machen können. Wir haben es beim 6er und beim 6S gemerkt. Gerade beim 6er war das nicht so berauschend vom Akku. Und bei das SE war dann für viele wieder so ein kleines Gerät mit einer Standard-Akkulaufzeit, wo man auch gemütlich durch den Tag kommt. Und beim 7er habe ich mich ja beim Test schon ein bisschen ausgelassen. Na, das war so mein Manko, also eins von den Hauptmankos von dem Gerät, dass ich sage, Akkulaufzeit könnte besser sein. Und hier sage ich, hätte das 7er die Akkulaufzeit vom SE, wäre ich wahrscheinlich total zufrieden damit. Aber im direkten Vergleich gewinnt am Ende des Tages so mit 10-15 Prozentpunkten das SE. Und das hätte man jetzt eigentlich gar nicht gedacht und ich auch nicht. So, damit sind wir eigentlich durch. Bleibt am Ende noch die Speicher- und die Preisdiskussion. Ich bin ja, ich sag's schon immer, als es rausgekommen ist, ich bin ein Fan vom SE. Es ist und vor allem auch, weil Apple es in Relation zu anderen Apple-Geräten günstig gemacht habe. Jetzt haben wir aber ein blödes Vergleichsproblem und zwar gibt es keine gleiche Speicherkonstellation. Das SE gibt es in 16 und in 64 GB und das 7er in 32, 128 und 256 GB Speicher. Wenn das kein Zufall ist, Apple, ich weiß es ja auch nicht. Nehmen wir die Basispreise und da wird jetzt mal das Problem. Wir haben 480 Euro für die 16 GB und hier haben wir 760 Euro für 32 GB. Pi mal Daumen sage ich jetzt einfach 300 Euro Unterschied. Dafür habe ich hier doppelten Speicherplatz. So, jetzt kommen wir zu dem Problem, was guckt man da am besten? Das Schöne beim SE ist,
klar, wenn ich die Apple-Preise nehme, also ich sag mal 480 für 16 und ich glaube dann nochmal, ich glaube so viel drauf, es sind gar kein 100er mehr drauf für die 64 GB, sondern inzwischen nur noch 60 Euro. Da hat Apple, glaube ich, was an den Preisen gedreht. Also 540 Euro für die 64 GB Version. Das sind 200 Euro Aufpreis, dafür dann doppelter Speicher als zur 32 GB Version. So, und die kann ich aber nicht nehmen oder ich will es nicht nehmen, weil es gibt inzwischen genügend Händler, genügend Aktionen, wo man auch einen 64er für unter 500 Euro bekommt. Oder wo man auch ein 16 GB Ding für unter 400 Euro bekommt. Das hat beim SE lange gedauert. Deswegen ist es, und ihr merkt es, ich schwimme gerade, weil ich die Speichergrößen nicht vernünftig miteinander vergleichen kann. Und jetzt ist die Frage, wie bewerte ich den zusätzlichen Speicher? Unterm Strich, egal was man aber jetzt nimmt, kann man sagen, zwischen den Geräten sind 250 Euro Preisunterschied. Vielleicht 300 Euro, wenn man die Basisversion nur nimmt, aber dann die unterschiedliche Speichergröße im Hinterkopf haben. Diese 250 Euro Aufpreis wäre mir ein iPhone 7, es kann wert sein. Es kann für den einen oder anderen wirklich wert sein. Aber wenn man es nüchtern in der Summe betrachtet, dass ich hier sage, ich habe das größere Display, ich habe auch das nettere Display, ich habe deutlich bessere Lautsprecher und ich habe etwas bessere Kameras. Dafür habe ich hier das kompaktere und ich habe die bessere Akkulaufzeit. Und ich habe noch einen Kopfhörereingang, wenn man das jetzt auch noch unten einen richtigen Knopf zum Drücken, wobei der kann auch kaputt gehen, dafür geht der hier nicht kaputt, dafür habe ich hier beim Lightning-Anschluss mehr Verschleiß, weil ich auch noch die Kopfhörer immer anschließen muss. Das sind alles so Vor- und Nachteile, die man dann hat. Ich persönlich sage ja dann immer, 200 Euro wäre wahrscheinlich die Generationsunterschied zwischen einem 7er und einem SE wäre wahrscheinlich in Ordnung, die man dann vielleicht auch beim Wiederverkauf, aber das sehen wir wahrscheinlich erst in einem Jahr oder sowas, ob man die 200 Euro rausbekommt, was ich persönlich gerade ein bisschen bezweifle. Ich glaube, 150 Euro würde ich mich mal festlegen, die sollte es geben, alles andere ist Spekulation. Das muss man aber selber entscheiden. Ich würde wahrscheinlich persönlich sagen, 200 Euro Aufpreis, ja, aber was ich sagen will, die Geräte sind so unterschiedlich voneinander, von der Größe und von den Abmessungen und auch vom Design, dass das wahrscheinlich für viele eine Geschmacksfrage wird, ob ich lieber ein kleineres habe oder vom das Design lieber mag oder was größere und halt lieber ein runderes Design mag. Darauf wird es bei den meisten hinauslaufen. Unterm Strich im Alltagseinsatz hält das SE aber erstaunlich gut mit dem 7er mit. Ich habe die Unterschiede gerade aufgezählt, aber auch mit einem SE finde ich bei der 6S-Liga, es hat man problemlos mitgespielt, sage ich jetzt einfach mal, wenn man es so plump ausdrücken möchte. Und auch beim 7er hält man auch noch sehr, sehr, sehr gut mit. Unterm Strich oder auf dem Papier ist das 7er natürlich das bessere Gerät. Aber auch das SE hat einige Punkte, die fürs SE sprechen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich einige von euch genug verwirrt habe. Das Video ist wieder viel zu lang geworden. Entschuldigt bitte. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!